Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2022. Auch hier wieder zu einer neuen Folge City Skylines. Wir befinden uns immer noch mitten in der Nacht, denn ich möchte mit euch den Zeitpunkt nicht verpassen, wenn wir den neuen Meilenstein erreichen bei 6500 Einwohnern. Deshalb, ja, haben wir es jetzt hier mitten in der Nacht und gucken mal, was denn dieses Symbol bedeutet. Waren türmen sich auf. Grenzen sie mehr Gewerbegebiete ab, um mehr Verkaufsorte für Waren zu... Okay. Das Symbol kannte ich noch von damals, oder kenne ich noch von damals, aber die Bedeutung mit diesem Text, den habe ich mir noch nie durchgelesen. Das ist auf jeden Fall neu für mich. Das heißt, wir müssen doch gucken, dass wir ja ein wenig die Nachfrage nach Gewerbegebieten stillen. Können wir erstmal klein mit anfangen, würde ich sagen. Machen wir doch einfach hier nochmal 7 Geschäfte hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Wasser? Haben sie sogar, perfekt. Müssen wir gar nichts machen, außer die Straße. Jetzt müssen die natürlich auch... ja, die Fischstäbchen abnehmen. Das heißt, irgendwas Richtung Lebensmittelgeschäft, Restaurant, nee, Supermarkt. Ja, doch, Lebensmittelgeschäft, Supermarkt. Das ist schon okay. Drogerie ist jetzt nicht so ganz der Abnehmer. Noch eine Drogerie. Drogerie. Convenience Store müsste das doch sein, oder nicht? Haben die nicht sowas? Auch so ein paar Lebensmittel. Da, Restaurant großer Happen. Also wenn die keinen Fisch haben. Ja, Best Food Service. Ja, genau das hatte ich auch im Kopf. Dann holt doch bitte hier eure Waren ab. Kriminalitätsrate zu hoch. Ach, wollt ihr neben der Feuerwehr noch auch eine Polizeistation hier haben? Ja gut, wenn das Gewerbegebiet so und so groß ist, macht das vielleicht auch Sinn. Weil du kennst eh nicht die Mitarbeiter. Ja, doch, ja, vielleicht noch beim Nachbarn, aber darüber hinaus ist, glaube ich, dann auch schon schwierig. Gemischwarenhandel, okay, hier sollten auf jeden Fall jetzt einige Abnehmer zu finden sein für die Fischstäbchen. Ja, 26 Einwohner noch. Warten wir darauf. Oh, und es brennt. Gut, dass wir hier die Feuerwehr haben. Jetzt brennt's. Da kommt schon die Feuerwehr. Ah, auch direkt noch ein zweiter Wagen hinterher. Vielleicht kriegen wir es gerettet. Steuerrichtlinie, neues Feature. Wir können nochmal ein Gebiet kaufen. Das heißt, wir müssten jetzt 2 kaufen können. Ah, hier wird dieses IT-Cluster. Das hatte ich mich ja gefragt, was das ist. Er fordert 50% weniger Arbeiter. Okay. Erzeugt mehr Steuereinnahmen. Und verbraucht 30% mehr Elektrizität. Aber okay, ja. Ja, das ist alles für später mal. Neue Zonen, ja genau. Jetzt können wir halt auch alle Zonen machen. Dicht besiedeltes Wohngebiet heißt dann Hochhäuser. Das sind ja die Kaufhäuser, die großen oder die großen Supermärkte. Mit Verbrennungsanlage ganz wichtig für uns. Auch ich würde auch direkt eine bauen. Gefängnis, ja gut, vielleicht brauchen wir doch nochmal, ja, oder eine zweite Polizeistation, einfach um den Verbrechern Herr zu werden. Das sagt mir, ach, das ist so eine aber wie heißt es denn jetzt? Ja, da hast du nicht mehr die Windräder, sondern da hast du diesen Stab, der sich bewegt. Nee, Rotorenblätter. Ich habe auch mal irgendwas gelesen. Es gibt auch nur so einen Stab, der sich dann in der... der so hochgebaut wird und sich bewegt. Dass man nicht mehr die Rotorenblätter hat. Und auch dann besser für die Vögel und so. Und trotzdem, durch das Bewegen wird gar nicht mal so wenig Strom erzeugt. Aber das ist dann... ja, nochmal ein bisschen was anderes.
Gut, wieder eine Alternative zur Universität. Das brauchen wir vielleicht irgendwann mal, weil wir ja die Poststation haben. Universitätsstudenten, die sich auf bestimmte... Ja, gut, das sind alles Sachen aus dem Universitäts-DLC, wo man halt wirklich, ja, sich richtig spezialisieren kann oder auch eine richtige Stadt bauen kann, eine richtige Universität oder Studentenstadt oder vielleicht auch Viertel. Was steht das hier drunter? Ne, habe ich gerade noch nicht gesehen. Okay, dann bleiben wir trotzdem mal kurz hier. Feuerwagen Nummer 3 kommt auch. Ja, es hat sich natürlich noch der LKW dazwischen gestellt. Okay, der kam auf jeden Fall zu spät, aber hat gereicht. Gebäude wurde gehalten. Alles in Ordnung. Und wir sehen sogar, hier sind schon die Arbeiter zugebildet. Der möchte 16 ungebildete Arbeiter. Und kriegt auf unserem Arbeitsmarkt gerade nur noch 5, weil wir ja, uns schon so sehr weiterbilden. Oder unsere Einwohner so sehr weiterbilden. Ja, und dann würde ich mir jetzt ganz gerne die Bürogebäude mal anschauen. Ne, ich mache erstmal so. Ich will mal einmal gucken, was die für eine Qualifikation brauchen. Wenn die jetzt nämlich schon die Uni brauchen, dann würde ich das Ganze doch nach hinten verschieben, das Projekt. Weil da sehe ich uns noch nicht. Frage ist, wo sehe ich uns denn? Wir haben jetzt die Möglichkeit... Achso, wir brauchen auf jeden Fall eine Polizei. Da meckern die jetzt immer häufiger. Da würde ich auch einfach eine kleine Polizeistation nehmen. Da können die da direkt runterfahren. Freut die sogar hier. Reicht bis da vorne. Ja, die kommen jetzt nach und nach hier raus. Ah ne, wir brauchen gar nicht hochgebildet. Das passt perfekt. Ja, doch hier mal. Hier nicht, hier doch. Mal ja, mal nein. Ist okay. Dann würde ich sagen... Strom, Wasser ist hier überall. Vielleicht ist es ja auch gut für die Schüler, dass die vielleicht auch mal ein Praktikum hier machen können oder so. Ja, haben wir nochmal was Neues, was wir noch gar nicht hatten. Da haben wir jetzt auch ein kleines Büroviertel. Und das ist schon... Ach ne, ich dachte gerade, wir sind hier schon zugebaut. Aber hier ist ja auch noch Platz. Weil es steigt und steigt und steigt. Das ist aber gut so. Ja, die Frage, wo es uns irgendwann mal hinzieht, die ist halt noch so ein wenig offen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen ein dicht besiedeltes Gebiet machen, dann brauchen wir aber auch Platz. Weil dann sehe ich uns irgendwie in New York 2.0 oder sowas. Und dafür brauchen wir Platz. Dafür brauchen wir auch eigentlich ebenerdig Platz. Das wäre eigentlich hier richtig cool gewesen. Weil das so die einzige große freie Fläche ist, die ebenerdig ist. Einmal gucken, industriemäßig. Was haben wir noch hier überall so? Da könnte man auch nochmal was Schönes bauen. Ja, Forst haben wir so noch gar nicht irgendwie richtig drin. Das würde hier kommen. Ah, hier nochmal so industriemäßig. Hier ist ja auch schon ein Bahnhof. Ein alter mit den... mit schon dem Schienennetz. Wird sich vielleicht irgendwann anbieten. Aber wenn wir das jetzt freischalten, dann lohnt sich noch nicht. Da können wir nicht so viel mehr bauen. Wenn wir hier unten hinbauen... Das. So, ne. Einmal nochmal zurück. Das kommt aus. Okay, hier ist auch noch ziemlich ebenerdig. Ja, hier würde ich vielleicht rüber gehen und anfangen dann, ja, doch eine große Stadt hinzubauen. Also wirklich dann nicht nur für
4000, tippe mal, das wären vielleicht 5 bis 6 irgendwann. Sondern vielleicht mal direkt für 10.000, 15.000 Einwohner. Aber gut, da muss man natürlich auch mit Kapital rübergehen. Wir haben jetzt gerade 76.000. Das wird natürlich jetzt etwas weniger noch werden, denn ein Gebäude fehlt mir noch, was ich unbedingt bauen will. Das ist die Müllverbrennungsanlage. Kostet schon 30.000. Wir sind bei 161.000 Einheiten die Woche. Nochmal zur Erinnerung, wir können 48.000 Einheiten in einer Müllverbrennungsanlage bearbeiten. Du bist voll, du hast auch schon 8%. Hier werden wir auch schon so langsam Richtung 20-30 gehen. Ah, haben wir sogar schon überschritten. Strom, ja, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Wir waren bei 200 in der Nacht. Erzeugung ist gerade komischerweise irgendwie ganz hoch. Öl fördern wir noch nicht. Das wäre vielleicht auch schön, wenn wir Öl fördern könnten. Wir so dann den Strom herstellen. Aber ich glaube, Öl wäre 1-2 Felder da hoch. Ich glaube, das lohnt sich noch nicht. Wenn wir jetzt die 1-2 Felder hier runter gehen. Oder vielleicht auch erstmal das hier nehmen. Hätten wir hier und hier nochmal die Möglichkeit, schon mal ja, uns selbst zu versorgen mit, ja, mit Agrarprodukten. Weil die Nachfrage wird auch wieder kommen. Vielleicht dann irgendwann mal statt dem Gewerbegebiet hier. Ich würde mal anfangen, schon mal ein Gebiet zu kaufen. Das kostet jetzt 5.200. Wir haben viele Agrargebiete, haben wir auch gerade gesehen. Wir haben ein bisschen Forstvorkommen. Wir haben minimal Öl. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesehen, wo das ist. Ich glaube, das könnte das hier sein. 60% geeignetes Baugebiet. Wir haben keine Wasserstraßen. Ich weiß nicht, haben wir das hier? Ne. Wir haben noch nirgendwo die Möglichkeit, irgendwas mit dem Schiff zu machen. Ne. Hier liegen keine Bahnschienen, aber die könnte man natürlich dahin bauen. Wir sind hier schon am Schienennetz dran. Und ja, eine Autobahn haben wir. Ich wollen wir als nächstes haben. Oh, hier haben wir. Das habe ich. Hatten wir das vorher schon gesehen? Da kriegt man richtig Öl her. Aber das sieht nach Inseln aus. Da drüben. Das will ich drücken. Und da haben wir dann noch Wasser. Ich glaube, das werden unsere Ölbohrinseln. Aber wirklich auf Land gebaut. Das geht direkt sogar drüber hinaus. Gab es sowas wie Ölbohrinseln eigentlich? Gibt es sogar. Aber ich habe mir noch nicht so ganz verstanden, was das hier mit dem Gebäude ist. Aber hier sehe ich auf jeden Fall uns Öl abbauen oder Öl pumpen. Du bist zwar jetzt mit Erzen versehen, haben wir ja auch hier. Aber da müsste es doch dann trotzdem auch schon dieses Gebäude geben. Da muss ich das Richtlinien, Stadtplanung. Ist es nicht drunter? Ist auch nichts drunter. Was ist das denn hier? Industriebeam. Achso, das hatten wir schon mal übermalen. Ja, eigentlich ist es ja hier. Das ist wieder entfernen. Das sehe ich da auch nicht. Da IT-Cluster. Da sehe ich uns, also da sehe ich es bis jetzt aber auch nicht. Ja, da steht ja auch nicht, wir brauchen so und so viele Einwohner. Da steht, wir brauchen. Erstellen Sie ein Industriegebiet, das Erzindustriegebiet. Hauptgebäude legt ein nicht zugewiesenes Industriegebiet auf Erzindustrie fest, sodass dieses aufgestuft werden kann.
Oder kam das erst später freigeschaltet? Wie viel brauchen wir eigentlich jetzt? 9000 ist die nächste Stufe. Busser Bahnhof, Bahnhof. Wasserkraftwerk, Yogagarten, okay. Ja, da habe ich ja, das haben wir ja gesehen. Da ist es nicht drunter. Hier waren die ganzen Gebäude. Ich weiß nicht, ob ich was kaputt mache, wenn ich jetzt sage, wir machen das wieder generisch und machen dann wieder eine Erzindustrie daraus. Ich weiß nicht, ob es das kaputt macht. Deswegen würde ich es erstmal noch, wo es so gut läuft, so lassen. Denn wir dürfen ja den finanziellen Aspekt auch nicht außer Acht lassen. Diese Spezialisierung bringt uns ja auch Geld. Und zwar 870 pro Woche. Landwirtschaft ist nochmal ein bisschen mehr. Aber damit kann ich auch leben. Rohgut kommt jetzt so langsam. Stufe 2, da sind schon die ein oder anderen Gebäude. Hier gehen wir auch Richtung Stufe 2. Und hier können wir ja einmal kurz gucken. Feuerwehr ist hoch, Strom, Wasser ist hoch, Straßen. Und da haben wir schon, sind wir schon auf der Hälfte. Ja, und Müll ist halt, finde ich, sehr teuer. Können noch mehr verarbeiten. Dadurch machen wir auch Strom. Ich weiß nicht, was ist denn, wenn ich sage, dich leere ich jetzt? Achso, da muss ich dich anmachen. Hier könnte ja eigentlich noch mehr gehen. Aber die haben halt nicht so viel Müllreserven gerade. Eigentlich könnte der hier rüberfahren oder der hier rüberfahren. Ich lasse es erstmal so laufen. Vielleicht dauert das auch. Vielleicht dauert das auch einfach genauso lange wie unsere Parkplätze. Wer weiß. Ja, hier drüben sind wir jetzt. Wir sehen auch schon, glaube ich, sehr gut, ohne dass ich es wirklich einstellen muss, wo wir nochmal die Möglichkeit haben, uns zu spezialisieren auf Forstwirtschaft. Ne, auf Agrarwirtschaft. Oh, erstmal will ich mehr Einwohner haben. Ja, jetzt haben wir die Polizei da. Das ist vielleicht auch die Möglichkeit. Ja, wir machen nochmal eine Grundschule. Wertet das Ganze auch hier auf jeden Fall auf. Deutlich sogar. Was haben wir hier? Nicht genügend gebildet. Ja gut, das haben wir noch nicht. Ach, da sind auch nur zwei Leute in so einem Gebäude. Ja gut, wenn dann einer... Oder wenn die Hälfte da nicht den Bildungsgrad hat, ja gut. Dann ist das vielleicht so. Aber hier würde ich schon mal anfangen. Wir haben jetzt 60.000 gerade mit der Straße. Was will ich denn hier haben? Was ist denn der Unterschied? Zweispurige Straße mit Gras. Zweispurige Straße mit Fahrradwegen. Ich glaube, das lassen wir mal lieber, wenn da die ganzen Traktoren längs fahren. Dann... Ja, lassen wir das mal lieber. Ja, mache ich jetzt wie ein Viereck, dass wir wirklich alles, soweit es geht, hinbekommen? Oder dass wir viele Hektar fruchtbares Land mitnehmen? Oder wie machen wir das? Wenn es zu weit weiß ist und wir sagen den... Spezialisier dich bitte da und da drauf. Dann importiert er die Sachen, weil er sie hier halt selber nicht angebaut bekommt. Das ist halt so das Risiko, wenn man zu weit weg ist von den Farben. Ich gehe hier gerade. Ah, oder gehen wir hier hoch? Wir könnten auch erstmal hier hochgehen und vielleicht noch anbauen.
Jetzt ist die Frage, reicht das hier schon aus zum Anbauen? Ich hätte jetzt gesagt, ja. Das hier reicht nicht aus. Das ist natürlich jetzt immer ein bisschen zeitaufwendig. Ist auch ein bisschen weiß. Ne, das hätte ich lassen können. Ich wäre jetzt gerne auch hier einfach durchgegangen. Ist schon wieder dunkel. Dann gehen wir bis hier und jetzt irgendwie hier unten dran. So vielleicht. Ja, das hier stört mich noch so ein bisschen, aber ansonsten bin ich eigentlich recht zufrieden. Wenn wir jetzt sagen... Wir gucken, dass wir alles an Fläche mitnehmen, was geht. Oder sogar noch ein Stückchen höher. ...21 Minuten bei der Folge, das gefällt mir, weil dann können wir vielleicht noch die Autobahnabfahrt machen oder vielleicht sogar schon die Anbindung komplett hier an dieses Gebiet. So, dann wäre das jetzt unser neues Gebiet. Ja, ist jetzt natürlich wieder mit vielen geraden Straßen, aber so kriegen wir vielleicht die maximale Anzahl an Kacheln raus. Wieder so eine hohe Nachfrage, oder immer noch so eine hohe Nachfrage. Ah, ist echt schon alles zugebaut hier. Das geht jetzt ganz schnell, glaube ich, bis wir hier ja mehr Platz brauchen. Mehr Gewerbe. Komm, machen wir hier einfach nochmal. Ach komm, machen wir das ruhig. Eben schnell tief. Achso, vielleicht wollen die hier die neuen haben. Ich mach die mal hier hin. Gucken, wie das aussieht. Vielleicht ist danach die Nachfrage. Ja, und hier hätte ich jetzt... Boah, das wird eng. Vor allem mit der Brücke. Und vielleicht wird das auch teuer. Hier hätte ich jetzt dann ganz gerne eine Kleeblattkreuzung. Und nach der... Oh, wir fahren von hier dran. Dann kriegen wir das neue, nochmal ein neues Gebiet. Bei 14.000. Das kriegen wir aber hin auf dem. Dann können wir uns noch ausbauen. Ich bin gerade am überlegen, die Strecke hier zu kaufen. Oder dieses Quadrat noch zu kaufen. Also der Plan ist, wir können ruhig auch eben pausieren. Nicht, dass uns hier oben irgendwas passiert und wir sehen das nicht. Wir bauen... Wo ist jetzt hier? Hier kommt eine... Ja, irgendwie Kleeblattkreuzung irgendwie hin. Und dann geht es über diese Kleeblattkreuzung auch noch hier per Autobahn oder vielleicht sogar unten lang in auch in unsere Stadt rein, dass wir ja nicht nur über so einen Kreisel dann hier unsere Stadt versorgen können, sondern vielleicht auch wirklich ja irgendwie eine Autobahn einmal außen drum haben oder so. Plus irgendwie eine Abfahrt hier ins Industriegebiet. Wir müssen hier oben noch ins Industriegebiet. Deswegen auf jeden Fall schon mal, ja, eine Kleeblattkreuzung. Wir machen das auch mal direkt. Oh, 9000. Also zumindest dieses Industriegebiet will ich. Ah, ja, könnte vielleicht doch ein bisschen knapp werden jetzt von der Zeit. Ich weiß nicht, wie teuer das hier ist. Ich weiß auch nicht, ob wir das im Zweifel einfach abgerissen lassen. Ob das so bleiben kann, ob wir das einfach so lassen können. Ach ne, das ist unsere Anbindung zur Stadt. Nein, das muss wieder auf jeden Fall gebaut werden. So, jetzt ist die Frage.
Wenn ich dich jetzt so hier hinbaue, ziemlich mittig, dann kann ich auf jeden Fall die Straßen ohne Probleme anschließen. Wir machen auch uns nichts kaputt, wenn du jetzt hier wärst. Und sogar noch ein Stückchen rüber. Finde ich eigentlich okay. Jetzt haben wir das für oben gelöst. Hier unten will ich jetzt noch kurz weiter überlegen. Also mit euch. Oder ich nehme euch jetzt mal mit. Besser gesagt so, wie ich das jetzt am besten mache. Jetzt müssen wir unten auf jeden Fall lang. Ob wir... Ah, okay, rechte Maustaste gedrückt halten. Ob wir hier dran gehen können. So. Können vielleicht auch noch ein Stückchen nach oben. Hier wieder die unteren Sachen abreißen. Das hier wird die Abfahrt nach rechts. Für, ja, vielleicht... Ja, für das Industriegebiet hier. Vielleicht für hier. Vielleicht aber auch für das. Und die Autobahn nach unten, die, das was hier gerade dann gleich hinkommt, das geht hier unten lang und führt dann hier zu unserem Wohnviertel. Oder zu unserer... Das hier wäre echt so perfekt gewesen. Aber vielleicht wird das nochmal irgendwann umgebaut. Wer weiß, wie wir das hier machen. Hier haben wir Acker. Ja, hier müssen wir gucken, was wir mit denen machen. Das ist eigentlich auch ziemlich attraktiv. Aber gut, die Karte soll es halt einem auch nicht einfach machen. Aber ich glaube, ich würde das so bauen. Und dann fahren wir hier unten lang. Und hier gehe ich jetzt erstmal von Wohngebieten aus. Im Zweifel müssen wir doch importieren. Dann ist das halt so. Gut, das heißt, ich... Gucke, das können wir abreißen. Kann ich jetzt auch hier dran gehen? Gerade ging's. Jetzt vielleicht deswegen nicht mehr. Oh, was haben wir denn hier an Autobahn jetzt gehabt? Die hier, glaube ich. Wir wollen einfach nur ein Stückchen geradeaus. Reicht ja schon so. So. Dann jetzt die Dreieckskreuzung. Dreibahnkreuzung. So. Dann fahren wir hier rum. Brauchen wir jetzt noch nicht. Ist ja noch absolut gar nichts. Ich würde jetzt erstmal nur wieder die Anbindung zur Stadt machen. Dass wir es auch wieder haben. Wir haben auch hier zwei unterschiedliche Sachen. Einmal Autobahn mit Lärmschutzwand. Wäre vielleicht dann auch interessant, aber da sind 20 Euro Unterschied pro Zelle. Deswegen würde ich das erstmal nicht bauen wollen, sondern wir gehen hier ganz Licht. Mit, ja, mit der Autobahn, wie sie vorher auch hier war. Und haben das auch wieder angeschlossen. So, jetzt können wir wieder ohne Probleme nach hier hinten fahren. Obwohl mich das ja schon noch irgendwie reizen würde, hier schon mal zu sein. Ja, 9000 ist, glaube ich, ein bisschen wenig, wenn wir eine Brücke bauen. Wie teuer ist denn eigentlich so eine Brücke? Also... Wir haben in der Staffel noch keine Brücke gebaut. Und da City Skylines ein paar Jahre her ist. Jetzt gehen wir mit Bild ein hoch. Da war irgendwas. Da muss ich erstmal in die Mitte. Ach, jetzt haben wir... Ja, perfekt. So reicht's ja schon. Und wenn wir hier jetzt einen Kreisel haben... ...wird das ja schon lang. Kreisverkehr. Obwohl, ich gehe erstmal einmal... ...wieder nach unten. Ja, sieht jetzt nicht ganz so schön aus. Oh, ja, Geld ist jetzt echt weg. Da haben wir jetzt echt viel Geld für ausgegeben. Das kann, wenn das hier so aussieht. Ja, es sieht ein bisschen steil aus, aber ich weiß nicht, ob man das anders hinbekommt.
Und hier machen wir nochmal eben die Anbindung. Dann haben wir wirklich diese Baustelle jetzt abgehakt. So, sind wir dran. Können wir eigentlich das hier beim nächsten Mal an unser Straßennetz anschließen? Oder uns vielleicht auch was überlegen, wo wir ein Gewerbegebiet hinsetzen? Da haben wir jetzt auch hier hinten die Möglichkeit zu. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und denkt bitte dran, ab kommender Woche am Mittwoch kommt um 17 Uhr die neue Folge. Dass ihr ja nicht morgen früh um 11 Uhr da steht und dann euch fragt, wo die Folge ist. Im Zweifel einmal unserem Discord-Server join. Da gibt es dann immer auch den wöchentlichen Upload-Plan. Aber ansonsten Mittwoch 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Ciao.